2 Uhr Nacht im Game, 2 Uhr Nacht in echt. Und das bedeutet, die Doppel-XP-Zeit beginnt. Ab ans Wasser. Also, wie im letzten Video zu den Doppel-XP, wo das alles erklärt wird, ich verlinke das auch nochmal, wie da schon gesagt, macht es natürlich Sinn, sich eine schöne Routine einzurichten. Gerade beim Karpfenangeln, damit man kontinuierlich hier schön rausziehen kann. Und das machen wir. Also im Idealfall nehmen wir hier einfach einen Spot, der immer wieder ganz gut funktioniert. Und zwar ist das hier in dem Fall natürlich am Tümpel auf 15 Meter Entfernung. Dann kann man variieren. Es gibt hier zurzeit an diesem Anleger auch auf 35 Meter Entfernung durchaus eine Möglichkeit, hier ganz gut zu fangen. Dann kann man natürlich testen. Ich habe es jetzt zuletzt noch nicht probiert. 83, klassischer Spot, 35 Meter, auch durchaus eine Möglichkeit. Und absolut wichtig, auch hier nochmal an diesem ganz kleinen Schniepi. Man sieht es hier, diese kleine Spitze. Hier kann man auf 9 Meter werfen, auf 15 Meter, auf 21 Meter und dazwischen kann man sich auch noch ein paar Zahlen ausdenken. Also hier kann man wirklich viel variieren und an der Stelle klappt das auch immer hervorragend fürs Stippen. Also die Posenangler sind häufig hier an dieser Stelle. Auch das lohnt sich. Aber ich starte als erstes hier und wie in dem letzten Tutorial oder wie es in dem Video zu dem XP-Wochenende schon erklärt, macht man sich jetzt quasi eine Rotation. Jeder Spot eine Stunde. Das heißt, der erste Spot hat Zeit zu regenerieren, während man 2 Stunden an den beiden anderen Spots ist. Spots benötigen gut 2 Stunden, um frische Fische spawnen zu lassen. Das heißt, wenn ihr mal einen Spot leer geangelt habt, den Spot wechseln, woanders hingehen, 2 Stunden warten, und dann geht es da so langsam wieder los. Bedeutet also, ich fange jetzt hier an, gehe danach runter hier unten an diese Position auf 64 und werfe dann da aus. Und danach geht es weiter hier auf diesen Spot. Diese ganzen Spots, speziell auch dieser hier und der hier oben, die habe ich auch immer wieder in verschiedenen Videos schon erklärt. Das sind immer wieder ganz gute Frequenzspots. Also da kann man sehr gut hin auf hohe Frequenz und das machen wir jetzt auch hier. Ich starte jetzt hier. Ich habe vorhin schon ein bisschen rumprobiert, habe hier verschiedene Fische auch schon rausgezogen, allerdings auf größere Boilie-Kombination. Jetzt geht es klein rein. Schöner Schuppenkarpfen war Geister-Spiegelkarpfen war natürlich auch noch mit dabei hier mit 16 Kilo. Ja, und ich bin gespannt, wie viel jetzt die Fische bringen. Das heißt, die Happy Hour müsste jetzt gleich losgehen. Als erstes, also ich bleibe vom Setup so, wie man eben, ne, wie man eben kann, wie das Setup eben passend ist. Wenn du hier mit den Feederrouten stehst, dann gehst du halt nur mit Feederrouten rein und vielleicht nur 18 Kilo Setup. Genauso, wenn man hier mit der HSV steht und zum Beispiel nur mit der Fortuna Carp, reicht das komplett. Also, wir ändern den Haken. Wir gehen auf Frequenz. Das bedeutet maximal einen 1er Haken. Man kann sogar runtergehen bis auf einen 6er Haken. Das müssen wir natürlich testen. Ich fange an mit einem 1er Haken. Wenn die Frequenz dann noch gut genug ist, bleibe ich dabei. Also 1er Haken und wir ändern hier auf Pop-up Rig. Ganz klar, Pop-up Rig und dann nur Pop-up Mais. Und zurzeit läuft es ja ganz gut mit der Himbeere. Himbeercreme drauf, so bleibt das, 15 Meter eingestellt und raus damit. Und die Happy Hour geht los. Das bedeutet, ab jetzt massiv viel XP. So soll das sein. So, nächste Route raus. Auch hier Pop-up Rig. Dann bleibt das so alles eingestellt auf Himbeere. Das bleibt auch so. Stopp. Da machen wir auch nochmal, hier nehme ich mal den 4er Haken, dann testen wir das direkt gleichzeitig. 4er Haken, 15 Meter und auch hier das Ganze nochmal raus. Und wenn ihr dann irgendwann eine gute Frequenz habt und es läuft schon sehr gut, dann kann man natürlich auch die dritte Route vielleicht so kombinieren. Allerdings würde ich hier, glaube ich, auch sagen, einen 1er Haken. Wir gehen natürlich wieder auf die Himbeere. Hier kann man dann variieren, auch nochmal 16er Pop-Up zum Beispiel, auch durchaus eine Möglichkeit. 20er Pop-Up, ich fange mal an mit dem 16er, dann hier mit Himbeer-Mais und
so passt das Ganze schon. Dann empfiehlt es sich allerdings auch, Himbeer als Futtermische mitzunehmen. Denn Karpfenangler verwenden natürlich Futtermische. Und dementsprechend dann raus damit. So, und es geht los. Einholgeschwindigkeit, ja, das passt so. Straffen das Ganze und der erste Fisch ist schon da. Und natürlich auf dem kleinsten Setup die größte Frequenz. Aber erstmal den Giebel. Naja, erstmal der Giebel ist soweit okay. Ich warte mal jetzt, dass hier vielleicht noch ein passender Karpfen reingeht. Mich würde es gleich interessieren, wie das denn aussieht. Ich habe jetzt hier einmal einen 4 Kilo Karpfen gefangen. Und ich bin gespannt, wie das denn jetzt gleich aussieht. Hier auch mit den Frequenzen von den mittelgroßen Karpfen. Und was die dann eben auch an XP so bringen. Und hier direkt der nächste Brocken. Auch hier natürlich wieder auf dem Viererhaken. Ja, so soll das sein. So ist wahrscheinlich auch die höchste Frequenz. Viererhaken, Maiskorn und dann gib ihm. Jetzt haben wir hier einen Fünfer. Und dann sehen wir hier eben auch die Boni. So soll das sein. Wie auch schon im letzten Video erklärt. Also, wir haben die Basis-XP. Das bringt der Fisch als XP. Das Ganze wird verdoppelt durch das Event. Dann haben wir nochmal das Ganze, also nochmal doppelte Basis-XP durch Premium. Das heißt, wir haben hier die Premium-Werte drauf nochmal. Und das Ganze, da muss ich doch nochmal eben nachrechnen. 2600, 2700 knapp, mal 3. Doch, das passt. Ich habe gerade gedacht, nanu, was ist das denn? Doch, aber es ist ja richtig. Also, 2692 mal 1 mal 2 mal 3 und das Ganze dann nochmal obendrauf und schon sind wir bei 16.152 für den Einfisch. Statt, da hatte ich es jetzt gerade, 2000 EP. Also das ist jetzt ein 4 Kilo Fisch, der hat gebracht als Basis 2082 mit Premium also 4000. Der bringt jetzt ungefähr 600 Punkte mehr, also mit Premium trotz allem eben 16.000 mit dem Bonus, also es kickt ordentlich rein und dementsprechend, ja, gehen wir jetzt hier richtig schön auf Frequenz und können dann auch Gas geben und hier die Brocken rausziehen. Aber es müssen auch die Brocken rauskommen. Also wir brauchen die maßigen und dementsprechend müssen wir jetzt hier auch gleich, wie gesagt, ein bisschen anfüttern und gucken, dass das hier läuft. Wenn das, wie gesagt, lief nach einer Stunde, dann geht es gleich weiter hier oben an diesen Spot. Also, das ist auf jeden Fall Must-Have auf Frequenz. Das ist für mich gerade der Knackpunkt Nummer 1. Ich will eine gute Frequenz haben, ich will viele Fische rausziehen und dann läuft das auch. Und direkt wieder hier auf Viererhaken. Also, es scheint tatsächlich der Viererhaken deutlich vorne zu liegen. Nicht nur von der Frequenz, tatsächlich auch von den Größen. Also, das ist deutlich angenehmer. Wenn ich jetzt überlege, so ein großer Spiegelkarpfen, der gerade schon in der Basis 19.000 XP waren es, glaube ich, gebracht hat, dann ist das natürlich gar nicht verkehrt. Also da kann man dann natürlich auch richtig gut XP dann schaffen, wenn man das dann damit durchzieht. Futtermische, gucken wir natürlich auch nochmal kurz rein. Da ist die Futtermische drauf, Details. Also so sieht das aus, komplett eben auf Himbeere hier, also Mais als Basis, Himbeere Feed Pellets gibt es in drei Varianten, Mais nochmal mit rein, weil wir ja die ganze Zeit hier auch mit Maiskorn arbeiten, deswegen auch die Maisbasis. Also wir haben Mais, Mais als Zusatz und Himbeere komplett, also Himbeer, Mais als Futtermische und damit funktioniert das richtig gut. So soll das sein und ich glaube, ich baue auch hier die beiden anderen Routen gleich nochmal um. Und ich werde hier komplett auf den Viererhaken gehen. Also Viererhaken, genau, nur mit dem Maiskorn Himbeere. Futtermische hatte ich gerade schon ausreichend drin. Dann wieder raus damit. Und auch hier das dritte Setup genau so. Und sollte jetzt hier die Frequenz gleich runtergehen, wie gesagt, dann geht es halt zum nächsten Spot. Dann lassen wir den hier ein bisschen regenerieren. Und dann geht es halt in 2 Stunden hier wieder hin. Und in der Zwischenzeit zieht man hier weiter raus. Und wir haben halt einen Vorteil. Wir können hier einfach die ganze Zeit stehen bleiben. Da ist schon der nächste Biss. Wir müssen nicht irgendwie bei Nacht woanders hin. Wir können einfach durchziehen und haben hier konstant eine gute Frequenz mit guten Fischen, die meistens ganz gut XP bringen. Na klar, sind auch immer mal wieder kleine Fische dabei. Wir sind ja hier nur auf dem kleinen Maiskorn. Aber die Masse, die macht's. Und auch hier
können zwischendurch mal größere Brocken reingehen. Und wir haben natürlich auch den Vorteil, gerade hier haben wir ab und zu mal die seltenen Fische. Das ist natürlich dann richtig nice, wenn hier so ein Seltener mal reingeht. Gerade wenn man so auf Masse ist, dann hat man auch gerne mal so einen Seltenen dabei. Dann kickt das auch nochmal richtig gut rein. Na, das sieht doch richtig gut aus. Gerade von gesprochen von den Seltenen. Und zack ist der nächste Fisch direkt der Seltene. 34.000 Basis-XP, das mal 3 und das Ganze auch noch verdoppelt. Also sind wir hier bei einem Fisch bei 204.000 XP. Das schmeckt doch, oder? Das schmeckt richtig. Also, Petri ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Schön hier auf Masse. Ganz leichtes Setup. Gar nicht viel Schnickschnack machen. Wir wollen auf Masse gehen. Und immer auch dran denken, verschiedene Köder und Aromen testen. Jetzt nicht immer alles nur nachmachen, weil er gesagt hat, Himbeere geht. Nein, auch andere Aromen testen. Angeln, selber klarkommen und dann lübt das auch. Petri zieht raus die Brocken, viel Erfolg, macht voll die XP. Bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer. Live ab 19 Uhr auf Twitch. Petri.